genießen, oder? Wie oft ist das dir passiert? Gar nicht so oft in letzter Zeit, gell? Das ist die Finale, weil es mir schon ab und zu mal passiert. Also, das ist dann immer ein bisschen traurig, wenn man sich denkt, oh, die Bouldern sieht so schön aus, aber es ist auch ein Traum. Ja, und fiebert man dann, will man dann am liebsten am Schluss auch noch ran und die Bouldern probieren? Ja, bei mir war es immer so, dass ich die Bouldern auch am liebsten probiert hätte oder gemacht hätte. Aber, ja, ist dann halt so. Ja, leider geht das nicht, gell? Die Wettkämpfe, also die Wettkämpfe werden ja hier für den Weltkampf oder auch für die WM immer auf und wieder dann abgebaut. Das ist besser, wenn man es dann in der Halle macht oder so, dann können dann die Wette vielleicht länger bleiben, gell? Ja? Oder wenn zum Beispiel an der Wettkampf fahren, dann immer von dem Weltkampf aus dem Weltkampf-Circuit geschraubt, da kann man immer trainieren und ja, können wir auch den einen oder anderen Weltmeister dann eben vorbereiten aus dem Weltkampf, gell? Was denn nicht zu selten zu Besuch dann? Ja, dieses Jahr Abschlussrennen, glaube ich, in Köln, oder? Wie läuft es bei den Deutschen? Wie qualifizieren sie sich? Ja, Fanny ist jetzt kurz vor Schluss. Fanny schiebt mir auch und bleibt zu hängen. Aber jetzt, wo gerade nicht so viel los ist, wie läuft es bei den Deutschen? Qualifizieren sie sich für den Weltcup? Also, wir haben immer so Nationalkader-Lehrgänge, zu denen man eingeladen wird, wenn man fährt dann auch national Wettkämpfe. Und da muss man dann eben zeigen, was man kann. Und wenn man sich da ganz gut drauf ist, dann darf man auch verhalten. Ja, das ist ja voll lustig, Thomas. Ist ja eigentlich nie mehr dabei gewesen, hat mich trainiert und so, dann war er dort und hat irgendwie den Jungen gezeigt, was da geht und dann hat er gesagt, okay, ich schlafe auf euer Weltcup, oder? Wie lief das da? Ja, genau, also der Udo, der Nationalreiter, weiß ja auch, dass er eben auch immer so starken Aufschluss gehabt hat. Ja, jetzt hat es wieder ein richtig spannendes, ja, genau. Der Gesamtweltcup-Führende, Jan-Marc John, auf dem Weg zum hier in den Wettkampf reinzukommen, aber zeitgleich zu Ende für ihn. Zumindest mal das Halbfinale noch. Und dann noch dabei ist, das werden wir sehen. Eine ganz enge Kiste hier für den Weltmeister. Come on, Adam, let's go! Hey. Ja, der Jan müsste jetzt gerade durch den Top von Frau Ondra auf den dritten Platz kommen. Wir haben den nächsten Jahr hier und jetzt in der zweiten Runde gemacht hat, Akira Gucci. Sehr dann im Winter am Fuß und lässt sich auch immer dann ganz gut. Ja, das sieht man schon, wie der jetzt die Hand auf, wenn sie ein paar mehr Versuche brauchen, aber sie haben solche Füße, sie klären die Bohnen jetzt hier auch noch. Dann im dritten oder fünften Versuch. Die Fanny, die hier echt eine starke Leistung abliefert nach diesem Weltcup. Wahnsinn. Ja, und Shauna Cox, die hat da außen gerade. Das haben wir jetzt verpasst, den vierten Boulder gemacht. Wollen wir ja nicht überschlagen hier. Ja, und Adam, wirklich, es ist wirklich spannend. Der hat früher mit der Kette, seitdem er ein kleines Kind ist. Es ist mit 14 Jahren sein erste Arme-Kette, glaube ich.